Otterra Bro, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt von und mit Andreas Glamsabort. Dorle braucht Hilfe. Dorle ist die einjährige Tochter von Karl Krieger, einem siebenfachen Familienvater, der mit seiner Ehefrau und mit seinen sieben Kindern unverschuldet in Madagaskar aufgrund von Ammoniak-Gasfreisetzungen, aufgrund einer Nickelgewinnungsanlage eines kanadischen Großkonzerns in schwerste Notlage geraten ist. Dorle wird am 13. März 2013 ein Jahr jung. Die Ärzte sagen, dass Dorle aufgrund einer Hüftgelenksdysplasie dringend noch vor ihrem ersten Geburtstag in die Kinderklinik nach Konstanz reisen muss zu ihrem Vater, dem es inzwischen durch Hilfe von hilfsbereiten Menschen und durch Wunder, vielleicht auch einem Wunder von ganz oben, gelungen ist, nach Konstanz zu reisen, um mit Hilfebehörden, mit Behörden, mit Hilfeeinrichtungen, Verwaltungen und karitativen Einrichtungen Hilfe und Anträge für seine sieben Kinder und für seine Ehefrau in Not zu stellen, damit eine Evakuierung von Madagaskar nach Konstanz in Baden-Württemberg in Deutschland möglicherweise doch noch möglichst in den kommenden Stunden bis Tagen gelingen kann. Dorle kann noch nicht selbst für sich sprechen. Daher habe ich meine Stimme für einen Text von dem insgesamt 18-fachen Familienvater Karl Krieger zur Verfügung gestellt und spreche einen Text. Autor ist Karl Krieger, der Papa, der Vater von Dorle Krieger, einer einjährigen Tochter, die dringend in die Kinderklinik nach Konstanz reisen muss. Dorle braucht Hilfe. Dorle braucht Hilfe. Hallo, ich bin Dorle. Wenn ich durchhalte, werde ich am 13. März 2013 ein Jahr alt. Zusammen mit meinen sechs Geschwistern lebe ich auf Madagaskar. Bis kurz vor meiner Geburt hatte meine Familie ein schönes Leben, bis in unserer Nachbarschaft von einem kanadischen Konzern eine Nickelgewinnungsanlage errichtet wurde. Das hat unser Leben grundlegend verändert. In unregelmäßigen Abständen, meist jeden Tag, wird Ammoniakgas in die Luft abgelassen und der Fluss und das Wasser werden mit giftigen Nickelpartikeln verseucht. In jedem Monat sterben nun schon seit mehr als einem halben Jahr viele Menschen an Vergiftungen durch Gas und durch Nickel. Ich selbst habe schwerste Lungenschäden, meine Schwester und mein Vater auch. Manchmal wachen hier die Menschen morgens mit verklebten Augen auf. Das tut dann weh und werden sie den ganzen Tag ganz rot. Wir sind Deutsche und wollen oder auch müssen schnell nach Deutschland, bevor wir den Gas- und Gifttod sterben. Wir lebten ein ruhiges, fleißiges, gesundes Leben. Jetzt kommt kein Tourist mehr, niemand will vergast werden. Es ist keine Arbeit zu finden und wir verarmen immer mehr. Mein Vater ist nach Deutschland gereist, um für uns Hilfe zu finden und ein neues Zuhause aufzubauen. Er macht sich große Sorgen, weil die Zahl der Toten, Behinderten und Fehlgeburten hier um das Zehnfache angestiegen ist. Hinzu kommt bei mir, dass ich auch von Geburt an behindert bin. Mein linker Fuß ist viel kleiner als der rechte. Die Ursache liegt wohl im Hüftgelenk. Vater sagt, dass mit meinem Fuß kriegen wir schon wieder hin, wenn wir einige Menschen finden, die mir uns helfen. Diese Operation muss unbedingt von meinem ersten Geburtstag durchgeführt werden, sagen die Ärzte. Bitte helfen Sie mir und meinen Geschwistern, dass wir so schnell wie möglich diese Hölle verlassen können. Mein Vater hat die Stadt Konstanz gewählt, weil es dort viele hilfsbereite Menschen gibt und eine sehr gute Klinik.
Bitte helfen Sie mir, eine vollwertige und gesunde Konstanzerin zu werden. Jeder Cent bringt mich dem Ziel ein wenig näher und meine Geschwister näher an Konstanz heran. Kontoverbindung: Postbank Berlin, Bankleitzahl 100 110, Kontonummer 0373507104, Bankleitzahl 100 110, Konto 0373507104, IBAN.de 70 100 100 10 0373507104, BIC PB NKDEFF, Name Karl Krieger, der Papa. Das war ein Text und ein Beitrag gesprochen für Dorle, die am 13. März 2013 ein Jahr jung wird. Sie braucht dringend Hilfe und sollte möglichst einige Tage vor dem 13. März sicher wohlbehütet in Konstanz mit 6 weiteren Geschwistern und ihrer Mutter bei dem insgesamt 18-fachen Familienvater Karl Krieger in Konstanz ankommen. Wir bitten alle Hörer und Hörerinnen, da nur noch wenige Tage bis zum 13. März 2013 verbleiben, dringend um ihre geschätzte Hilfeleistung. Wir bitten dringend alle Behörden, Menschen, Vereine, Firmen und Organisationen, die in Deutschland noch in der Lage sind zu helfen, Hilfe zu leisten für 7 Kinder und deren Mutter und für den insgesamt 18-fachen Familienvater Karl Krieger in Konstanz. Wenn Sie helfen können, dann bitte helfen Sie, ohne sich bitte dabei selbst in Gefahr zu bringen. Also bitte nur dann helfen, wenn Sie dazu in der Lage sind. Bitte nicht selbst in Gefahr bringen. Es gibt schon genug Menschen, die leider vor Ort in Madagaskar in Gefahr sind. Es sind insgesamt 7 Kinder aus Deutschland und deren Mutter und 1000 weitere Menschen und eine uns derzeit nicht näher bekannte Anzahl von Tieren, die aufgrund der Nickelgewinnungsanlage eines kanadischen Großkonzerns in Gefahr in Madagaskar sind. Wir bitten dringend um Hilfeleistung. Dorle braucht Hilfe. Ein Text von Karl Krieger, gesprochen von Andreas Lamm, Journalist, mit freundlicher Genehmigung publiziert hier bei Autera Pro, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und in der Welt, in Zusammenarbeit mit der Freien Arbeitsgemeinschaft für Medien- und Hilfeprojekte regionalhilfe.de und SMOT International Social and Medical Outreach Team. Es handelt sich dabei um freie Arbeitsgemeinschaften für Medien- und Hilfeprojekte, die nicht kommerziell wirken und arbeiten. Wir versuchen, Hilfe zu vermitteln, wir versuchen, Dialoge herzustellen, wir versuchen, soweit wie möglich Hilfe, Dialoge herzustellen und Hilfe zu vermitteln. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben bereits 90 große Verlage, Medienhäuser, Medien und Großorganisationen, sogar die Aktion Deutschland hilft, verständigt. Es ist nicht ganz so einfach, in dieser Situation Hilfe zu leisten. Umso mehr freuen wir uns über die Menschen und über die Vereine und Firmen, die bereit sind, Hilfe zu leisten. Und an dieser Stelle stellvertretend für alle, die Hilfe leisten, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und weiterhin die Bitte, dringend so schnell wie möglich Hilfe zu leisten für Dorle, die 6 Geschwister und deren Mutter in Madagaskar, damit diese sicher noch vor dem 13. März 2013 von Madagaskar nach Konstanz in Baden-Württemberg nach Deutschland reisen können und dürfen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, Gesundheit und Wohlergehen. Ihr Andreas Klamm-Saberort. Das war der Text Dorle braucht Hilfe, geschrieben
von Karl Krieger, einem insgesamt 18-fachen Familienvater, der dringend Hilfe für seine 7 unverschuldet in Notlage geratenen Kinder und seine Ehefrau in Madagaskar sucht. Dorle sollte oder soll bis zum 13. März 2013 in der Kinderklinik in Konstanz oder zumindest so bald wie nur denkbar möglich eintreffen. Wenn Sie Hilfe leisten können und helfen wollen, bitte ich von dieser Stelle aus, von regionalhilfe.de, einer freien Arbeitsgemeinschaft für Medien- und Hilfeprojekte, dringend um Ihre freundliche und geschätzte Hilfeleistung für 7 Kinder und für die Ehefrau eines kranken, behinderten, mehrfach Familienvaters, Herrn Karl Krieger aus Konstanz. Weitere Informationen finden Sie auch im Blog zur Notlage der Familie bei http://madagaskarfamilycare.wordpress.com. Ich wiederhole noch einmal: madagaskarfamilycare.wordpress.com im Internet mit dem Prefix http://madagaskarfamilycare.wordpress.com. Sie können jederzeit gerne auch telefonisch natürlich mit uns Kontakt aufnehmen über die Telefonnummer 06236 41 6802, oder auch über Mobilfunktelefonnummer 0157 3746 4950, 0157 3746 4950. Weitere Informationen auch im Internet. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund, und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm, Journalist und Gründer von regionalhilfe.de und von otterapro.de, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen. Redaktion und Produktion: otterapro, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt. Andreas Klamm, Saberort, Journalist, Postfach 1113, 67137 Neuhofen, Deutschland, Telefon 06236 41 68 02, Telefon 06236 48 90 44, und im Internet www.otterapro.de.